Fußkette des Windes. Hau schnell, so, Ken, gönn's dir. Gönn's dir das Vieh. Easy. Haha, komm, ich fütter dich jetzt mit Leuchtstäbchen. Lord, what the fuck. Da, Leuchtstäbchen, friss es. Dachte, friss es. Friss es. So Leute, hi, was geht? Wir sind zurück zu einer weiteren Folge. Ja. Geht, Mario. Ja, schön. Und da fliegen gerade jede Menge von hässlichen Kammelteilen rum. Ja, wir mussten ja schon die Ebene ein bisschen dicker machen. Jetzt ist sie 4 Blöcke dick. Jetzt funktioniert es auch. Ja Leute, letztens haben wir diesen Boden hier gebaut, dann ging das ja nicht. Und jetzt haben wir das bisschen höher gebaut und jetzt hat sich der Hintergrund mit verändert. Jetzt müsste die Wahrscheinlichkeit sein, dass der Key droppt. Und ich habe nochmal gegoogelt wegen der Crimson Chest. Ja, die spawnt nicht. Ja, das war das Logische daran. Ich habe Ewigkeiten gesucht und habe sie nie gefunden. Das liegt daran, dass er nicht gespawnt ist. Und warum? Ganz einfach, weil es kein Crimson Biome hier in der Map gibt. Das wurde seine neuesten Updates angepasst. Jetzt bei mit irgendwelchen Fischzeug alles voll. So, was machen wir jetzt eigentlich? Gammeln. Eigentlich müssen wir zu warten. Erstmal für das Vampire. Welcher Boss ist der nächste? Der nächste Boss? Wer wäre das denn eigentlich nach der Planzerra? Früher habe ich immer gedacht, die Planzerra wäre der letzte Boss. Immer. Jetzt könnten wir sogar die Solar Wings schon machen. Ach stimmt, dieser Boss von letzter Folge, das ist ja der letzte. Der Beschwörer. Oh, fuck, die werden so hart. Ja, dann habt ihr Beschwörer, dann kommen die 4 Towers und dann kommt der Monat hinterher. Und oh, Vampire Knife oder irgendwelche Healing Sachen bis zum Arsch. Aber kommen auch die anderen Fresse. Obwohl einer kann hier oben fallen, einer da unten. Weil die unten droppen auch was Cooles. Easy. Ja oder so, die müssen auch jemanden Key droppen. Wieder? Ja, wenn du sie killst, droppen sie auch kurz. Droppen sie auch den Key. Sofern sie in die Biome sind, droppen sie den Key. Jedes Monster? Ja, ich glaube ja. Egal welches Monster hier in die Biome. Oh, ich hab mir was gekriegt. Hier. Material. Easy, das brauche ich jetzt nicht, aber gut. Damit können wir das... Apropos Brain of Cthulhu, vielleicht kann man das ja auch beschwören. Können wir das überhaupt herstellen? Also... Klar, wir haben Material dazu. Ja, ich probiere das mal machen. Oh. Ach, du Nurse, alle Leute da oben hocken. Hier übrigens, ich brauche die Blöcke nicht mehr hier, weil ich kann damit gar nichts anfangen. Die Axt ist so schön. Die ist OP. 112 Schaden und 30%ige Crit-Chance. Jetzt muss ich gucken, wo ist denn das? Crit ist ja doppelt so viel Schaden, oder? Crit ist einfach mehr Schaden als sonst. Ja, das heißt, jeder dritte Treffer macht, also in der Theorie macht jeder dritte Treffer circa doppelt so viel Schaden. Was zum Fick ist wie Joyce Powder? Oh? Irgendein Vizius Powder. Keine Ahnung. Ever, was denn Scheiß? Puder. Handelt die das zufällig? Ne, die handeln reiniges Puder. Hoppla, ich hab vergessen, dass das dir aus dem Geld, aus dem Sparschwein auch noch Geld zieht. Okay, gut, jetzt habe ich ohne Geld verballert. Nice. Das benutzt es auch, ehrlich gesagt. Wie zimmelt man die Dinger an? Ja, die Dinger. Einfach drauf drücken, richtig. Ja, ich hab ne Idee. Irgendwie ist das gerade. Kommt zu der Crimson Biome Stelle hier. Ach, und Leute, ich mach mal ganz kurz einen Cut, da ich noch was einstellen muss, da ich so blöd war, ich vergessen hab. Was ist los? Naja, ich muss sowas umstellen. Was denn? Etwas am PC. Ach, lol. Dann ganz kurzer Cut, der nur ein paar Sekunden dauert. Bis gleich. Bin. Ein paar Sekunden. Und so Leute, sind wieder zurück. Das war ein ganz kurzer Gammel-Cut. Wird alles weggeslappt. Nein, da haben wir noch ein bisschen Ischor. Ken, geh mal auf die Crimson Biome Fläche. Die ist richtig toll.
Willst du den Eisdrachen haben? Welcher Eisdrache? Also als Mount oder was? Nein, nein, das ist so ein Stab, wo du so einen Eisdrachen beschwören kannst. Der macht ungefähr um die 100 Schaden, macht er immer. Sag mal, ja, klar. Ja, ich hab den, nicht, der kriegst auch aus dem Key. Ach so, ja, ja. Das hat, was mit Mana zu tun. Ja, ist mir klar. Bist sicher? Ja. Und Hurensohn, weißt du das? Irgendwo müssen. Das tut man da rein. Mit dem Pissstab. Oder was auch immer. Pissstab. Du verpiss dich einfach. Alles ja, ich hab den nicht, den muss ich mal farmen. Ja, wo ist der? Im Eisbiom. Muss ich mal den Key auch farmen. Was für ein Key, Alter? Ja, es gibt 5 Keys. Wie heißt der? Ja, Frozen Key. Haben wir jetzt gelockt. Einfach im Eisbiom, einfach irgendwelche Gegner dauerhaft töten. Irgendwann droppt er. Nur ich spamme mich permanent einfach mit einer Axt rein. Das ist was, ich weiß Digga, nicht, was die gemacht haben. Die meine Feuerwerks-Scheiße. Sind die mal alle. Das ist genauso wie im Crimson, Corruption und Dschungel und dieses Halloween da. Praktisch eben Biom. Kriegt mein Kies. Und wo sind dann die Kisten dafür? Die sind in alle Dungeon. In welchem Dungeon? Hier in dem Dungeon. Achso, ein Skelett Dungeon oder was? Ja. Oder im. Ah. Und da ist da jede Kiste drin oder wie? So. Ja, jede außer die Crimson. Weil hier kein Crimson ist. Wer hier Crimson, dann wird es keine Corruption Key geben. Also keine Corruption Chest. Was ist in der Corruption Chest so drin? Das ist so ein Stab, wo du so irgendwelche Ungeziefer schießen kannst, die sich dann nochmal um das Vierfache verbreiten, so ungefähr. Und die verfolgt Gegner. Aber hier im Schneebiom ist auch noch gleich das Pixie-Biom, ist das schlimm? Nee. I don't know, keine Ahnung. Es wollen ja keine Eisviecher. Dann geh weiter links, weil ganz irgendwo weiter links ist. Hier ist bei mir die Welt einfach weg. Ich weiß nicht warum. Generell, oh, jetzt bin ich im Boden. Ich bin im Boden, Ken. Ich hab grad den Boden reingehackt. Nein. Ich bin gerade nichts eingeflogen, weil der Server geleckt hat, und jetzt unten in der Höhle. Easy. Richtig dreist Teleport-Hack. Da. Oh, was ist hier eine Potion? Reiner Trank. Nice, erstmal direkt neben, ey. Alles töten, was hier unten rumläuft. Oder rumfliegen. Ja, da. Lol. Komplett schwarz oder dunkel. Ja, Attacke. Da ist ein Fliegenfisch. Auch töten. Warum eigentlich ein Tempel-Key noch? Was? Tempel? Nee, warum? Löschen, löschen oder behalten? Kannst du löschen, weil er hat erstens keinen Wert und zweitens gibt es keine Tempeltür mehr. Also ist er unnötig. Ich hab jetzt erstmal den Müll immer reingemacht. Ja, ich hoffe, du lügst nicht. Nicht. Lol. Ich hab... Mann, das sind keine Eisviecher, Mann. Jedes Vieh, das im Eisbiom ist oder einfach... Oder jedes Mob Vieh, was im Eisbiom ist. Ja, okay. Auch, also auch Pixie-Viecher? Ja, aber wenn Pixies kommen, bist du im Halloween-Biom oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber es ist ja dann gleichzeitig immer noch Schnee am Boden und alles und es schneit. Das weiß ich ja nicht, ob was dann genau für ein Key droppt. Ist aber beides Mana, also kann eigentlich stehen bleiben, praktisch gesehen. Oh, das kann beides droppen. Möglicherweise auch. Eigentlich schon, das wäre das Logischste, dass alles bis beides droppt. Hm, wäre eigentlich irgendwie... Weißt du, was mit meinem PC los ist? Ich habe die ganze Zeit so 20 bis 30 FPS nur. So, ich weiß nicht, was los ist. Die ganze Zeit generell, auch vorhin, als ich andere Spiele gespielt habe, hat es mega geleckt. Ich glaube, ich starte mal nach der Aufnahme den PC neu. Ganz kurz. Hm. Mein Holzrechner. Holzrechner. Ne, lol. Was los? Ja, wie lustig. Ich habe ja dieses Knife da. Welches Knife? Oder diese. So ähnlich wie das Magic. Das Magic Scheißding. Wie heißt das nochmal? Magic, genau, Deutsch.
Magic Deutsch so ähnlich, hab ich gehabt. So, ja, du meinst der magische Deutsch. Ja. Leute, ich habe diese Shadow Flame. Dieses Kacken okay. Hat gerotzt und hab dann Dings abgebrannt. Das war lustig. Schaff mal alle Feuerwerke. Digga, was? Fußball. Lex, yay! Hier ist eine Wolke. Oh, geil, kill sie. Ey, dann kommt doch her. Sofern die dich nicht killt. Ne, die ist unter mir, die kann ja nichts machen. Eine nutzlose Wolke. Wenn du hierher kommst, dann kannst du sehr gerne beefen. Beefen. Warte, I'm coming. Oh mein Gott, da ist er, oh mein Gott. Trickswolke. Kam nichts raus, schade. Ich glaube, man hat das Terrarium neu. Eventuell klappt das ja, aber ich habe keinen Bock, mit 20 FPS durch die Map durchzurennen. Hm. Was mega fuck ist. Wenn musst du abends, also wenn du den Schneebiom sein willst, musst du abends eher gehen. Warum? Weil da kommen mehr Gegner. Ah, stimmt ja, lol. Und selbst die zählen auch. Wolke, ja! Die Wolke. Oh, die droppt nie was, Mann. Was? Gammelwolke. Ja, fliegende Messer. Das Messerspiel. Jetzt leckt's doch eigentlich. Leute, wo sind denn die alle? Jetzt muss es ja einfach neu starten. Boah. Lustig. Ah, leck immer noch ein bisschen mit 30 FPS. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Oh. Mann. Würde ich jetzt schnell die PC neu starten, aber... ist auch egal. Vielleicht wird gerade einen kleinen Bug entdeckt. Hm? Was denn Bug? Ich habe gerade einen Bug entdeckt. Wie? Was? War konnte ich mich gerade in dieser Teil von der Bahn, weißt du, also von der Eisenbahn. Ja. Neben dem Teil, wo man immer weiter weggeschleudert wird, weißt du? Habe ich gerade irgendwie festgesteckt und hab mich gerade selbst immer wieder hin und her geschleudert. In dem Teil drin. Lol. Jetzt! Komm mal zu mir, nach Hause. Attacke. Warte, da, alle Münzen, danke. Komm mal zu mir. Ja. Da, lol. Gut, alles bleibt bei dir. Was machst du da, Alter? Tschüss. Speed up. Tschüss. Ja. Wo bist du? Irgendwo hinten gewesen. Alter, komm, man kann sich wieder nach Hause zappen. Wann gehst du? Ich will mitkommen. Yay. Was? Au, Wurm. Na, Wurm. Ich will unten das Ding fahren. Eins und beide will ich hier. Hä? Entweder das Vampire Knife oder dieses Teil hier. Was ist das? Es wird abends. Normal nicht immer Mana Buff? Nein, das ist alles Nahkampf oder sowas. Oh, lol. Vitamine. Plus 4 Abwehr hat das. OP Wurm. Jetzt kannst du praktisch in dein Schneebiom gehen. Kannst du deinen Drachen fahren. Ah ne, mach mal nochmal. Also müsst ihr zusammen machen. Oder was farmst du denn überhaupt? Ich farm diesen einen Stab, wo ich gemeint habe. Welchen Stab holst du dir?
Ja, das ist dieser eine Stab. Was kann man mal? Man schießt, die Dinger droppen an die Wand oder am Gegner, dann wird das zu vier Stück und die vier verfolgen Gegner oder sowas. So was wie die Bienengun im Prinzip, also dass da so Gegner rausploppen und dann irgendwie oder wie? Ja, mehr oder weniger. Geh mal ins Biom. Du kannst auch die Rainbow Gun holen. Nee, danke. Die kenne ich, die mag ich nicht so. Das ist aber ziemlich OP eigentlich. Die hält ja 20 Sekunden lang. Und hat richtig Rückstoß. Also dauerhaft Damage ist das. Boah. Eine Wolke? Ich hab keine Wolke. Die hat irgendwas näher noch Geld gedroppt. Hat eine Geld gedroppt. Die hat jetzt vielleicht irgendeine Platinmünze gedroppt oder so. Ja. Kann eigentlich irgendein Mob eine Platinmünze droppen? Nee, ne? Bis jetzt weiß ich nicht. Toll. Was denn du? 300 Stunden, 200 oder was? Auf nichts über das Spiel. Oder mehr, ich weiß nicht, wie viel hast du? 700, 600? Irgendwie so in einem Dreh. Nee, was so. Nichts weiß der Kerl über das Spiel. Ja, genau, wahrscheinlich. Spasti. Du Müller. Ja, ich bin zum Eisbiom. Oder mehr oder weniger ein Pixelbiom. Also wenn ich ins Wasser gehe, werde ich immer noch eingefroren. Also im Prinzip ist es ja immer noch ein Eisbiom. Würde dieser Effekt ja auch nicht mehr kommen dann, glaube ich. Ah ja, klar, das ist Eisbiom. Was erwartest du? Naja, siehst du, Slice-Biom, siehst du? Nö, ich weiß nicht jetzt wieder, wie das mit den Key aussieht. Dann wenn müsstest du beide eigentlich bekommen. Wir sind gerade erstaunlich wenig Gegner. Wir waren gerade nur ein Auge. Obwohl, haben wir Wasser... Wie heißen die? Wasserkerzen, genau. Lol, der Slime. Brauchen Wasserkerzen. Okay. Ja, warum sind hier so wenig Gegner? Das ist Nacht. Ja, Wasserkerzen brauchen wir. Ja. Das steigert die Aggressivität der Gegner. Ich kann man jetzt einen Kampftrank holen? Neulich ist so ein Dingens, irgend so ein Gegner, der hat unter sich so eine grüne Fläche irgendwie, so. Warte, wie heißt der Gegner? Martian irgendwas. Oh mein Gott, das macht's unsichtbar und jetzt schmeckt oder so. Irgendwie. Was? Jetzt kommen viele Gegner. Recken kann. Alter. Was ist das gerade eigentlich für ein Gegner, Alter? Was war das, was du meinst, Alter? Das war irgendwie, sah aus wie ein UFO im Prinzip. Irgendwie. Hast du es kaputt gemacht? Nein, es ist, ich hab angegriffen, dann wird dieser Strahl unter ihm rot. Und dann hat es wegteleportiert. Lol. Das ist dieses Alien-Teil, ne? Wenn du das jetzt aktivierst, kommen die Aliens. War ein Alien, es ist weg, es war einfach nicht wegteleportiert. Es ist angegriffen und dann war es halt tot und dann war es weg. Lol. Ziemlich verpackt das Ding, Alter. Weil wenn du das nicht killst, sondern wenn du das entkommen lässt, kommen die Aliens. Was ist entkommen? Ja, irgendwie weggebackt. Warum weggebackt? Soll ich das ja auch wegzelebrieren? Nö, es fliegt ja wieder hoch. Es backt dich ja nicht weg, es fliegt aber wieder hoch. Aber keine Ahnung. Ich könnte diese Uhr bekommen, Alter, die keiner will. Diese Fast Clock. Braucht keiner mehr. Immer so ein Immunitätsscheiß. Ja, die Aliens droppen auch ziemlich geilen Scheiß. Ja, dann lass ich dir mal entkommen, dann lass ich das nächste UFO mal entkommen, den greifst einmal an und lass es entkommen, oder wie? Du musst einfach nur unten, du musst einfach nur kurz hingehen. Achso, ja, ich hab's angegriffen. Ich glaube, ich hab's sogar nie getötet, hab ich glaube ich nicht. Also ich hab nichts bekommen von dem oder so. Ja. Naja, musst einfach nur kurz hinfliegen, da wird's rot und dann verpisst es gleich wieder. Alter, hier ist so ein Eisgolem! Bei mir. Ken. Ich glaube, der ist Gollum. Wir müssen Eisgollum. Was droppt der nochmal für geiles Zeug? Gar nichts mehr. Der droppt eigentlich nur diese Eisfeder. Und er ist tot. Und er hat mir eine Eisfeder gegeben. Und oh, noch irgendwas. Frostcore, da brauchst du jetzt so viel Rüstung. Gut. Naja, die ist schlechter als unsere die jetzt. Von allen Seiten, alles killen. Man kriegt nur Scheiße. Alter, ich wurde vor einer Minute eingefroren. Immunität gegen Bewegungslosigkeit, warte mal. Nee, funktioniert nicht, als ob, ja, geiles Item. Oh, kacken langsam. Du musst erst noch ein Eisgolem. Du musst erst mal warten, bis der Scheiß, der Buff abgelaufen ist. Au, 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 au. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Aber du kannst eigentlich mal in den Dungeon gehen und dein Ektoplasma farmen. Warum?
deine Mana-Rüstung. Die so OP ist. Auch mal SP dann noch? Nö, kannst du komplett verkaufen, ey. Oh fuck, jetzt hab ich's weggeworfen. Oder weggeworfen, ist auch egal. Braucht keiner mehr. Aber dann geh ich mir Ektoplasma farmen. Ektoplasma kriegst du durch jeden Gegner. Geht immer noch eine Minute lang langsam. Oh mein Gott, ey, ich könnte gerade kotzen. Jemand jeden blau. Gegner in der, im Dingens im Dungeon. Hä? Durch jeden Gegner im Dungeon. Ja, teilt durch jeden Gegner, glaube ich. Digga, ich glaube, ich bring mich nicht um. 40 Sekunden lang noch so langsam sein. Easy. Jemand blaue Team. Wenn Notfall kann ich mich ja zu dir teleportieren und dann. Ja. Anstatt den ganzen Weg zu laufen, kannst du dann. Oder platzierst ein Bett hinten. Nee, sie will mich einfach. Komm einfach her zu mir und wir machen fahren uns zu zweit irgendeine Kacke. Das wäre eine Kacke. Guck mal, wie langsam ich bin. Tipp mich mal bitte zu mir. Guck mal, wie langsam ich bin. Guck's dir einfach an. Fahr mal schnell. Beweg dich mal. Beweg dich, lauf mal. Ja, mach ich. Komm zu mir. Dicker, bist du scheiße Lamsang, Alter. Siehst du mich überhaupt? Ja, komm mal, ich renne gerade so schnell wie ich kann. Ich gar nichts. Ich sehe deine Schritte, wie schnell du bist in der Geschwindigkeit. Ja, wow. Dicker, und gleich bin ich wieder normal lang. Schnell. Jetzt bin ich wieder normal schnell. So, jetzt. Guck mal, wie schnell. Was ist ein Unterschied, Alter? Naja, lol, Alter. Heftig, ne? Eben bin ich so gegangen, mehr oder weniger. Ey, ist ein Meteorit eingeschlagen bei mir. Das Einzige, was wir denn brauchen, ist zu verkaufen. Um Money zu bekommen. Bringt das viel? Nee, ich weiß jetzt nicht. Oh, weiß ich nicht. Oh, sorry, wir verkaufen es. Ja, das bringt Geld, jedenfalls. Kann sein, dass die Begleiter einen irgendwann verlassen, dass die irgendwann despawnen einfach? Wer? Die Begleiter. Nee. Wenn ich neu beschwören muss, ich muss mal neu beschwören immer wieder. Also manchmal sind die einfach so weg. Sofern du nicht rausgehst aus dem. Ich bin eben rausgegangen, ich voll Idiot, ja. Aber manchmal sind die auch einfach so weg. Auch ohne dass ich sterbe oder so. Nein, Physik. Irgendwie. Man, hat immer noch kein Key. Ich slap einfach alles. Da Wüstenschlüssel? Ja, oder? Hä? Wüstenschlüssel gibt's auch. Nee. Gibt keine Wüsten Chest. Nein, oh mein Gott, meine Pflanze greift diese Beschwörer an, doch nicht. Oh, okay. Ja. Ich habe leider nichts, was gerade Licht macht irgendwie. Mein Axt macht Licht, Leute. Und die gegen die Wand fliegt irgendwie. Ja, ich wäre mit der Axt permanent rein. Passt. Passt. Hm? Ja, passt doch. Und pass auf, wenn du den Paladin siehst. Also was macht der nochmal? Der schießt durch die Wand, ne? Der schmeißt seine hässlichen Äxte. Äxte. Ich hab auch Äxte. Ja, er schmeißt aber durch die Wand. Ja, sofern er dich sieht, ne? Also er schmeißt dich. Was ist so Höllenviecher? Ah, die Höllen. Welche Höllenviecher? Im Dungeon oder wie? Ja. Da gab klar, da gab's doch irgendwelche Feuergegner da. Wie viel Ektoplasma brauchst du für meine Rüstung? Ein bisschen. Nehmen wir einfach genug mit, wir brauchen eh genug. Soll ich blaue Kerzen mitnehmen? Ah, Wasserkerzen. Wäre gut, die erhöht die Aggressivität von Gegnern. Dann spawnen mehr und. Ah, da ist ein Paladin! Easy. Oder so irgendwas, was sich rumteleportiert. Alter, geht richtig hart die Party ab, Alter. Boah, Digga, geht richtig hart die Luzi ab. Oh shit, das ist so einer. Geht richtig hart. Oh, das sind Pflanzen, Dingens, Alter, geht richtig die Luzi ab. Digga, das ist so ein Homo. Wo ist der? Komm her! Ich rasier dich. Wo bist du? Hier, wo diese großen Dinger sind, oder na sonst. Ektoplasma, komm her! Nein, ich hab Ektoplasma. Hier geht die Luzi ab. Holy shit, Alter, was? Elsa! Komm her! Schied, wo die Luzi. Übrigens, wenn einer von uns beiden hier low ist, zieht das wieder weg und heilt sich bei der Heilerin, okay? Ach, sind zu viele? Also, das machen wir jetzt immer. Holy shit, sind das viele. Gehört, Ken? Ja, hat das gehört. Elsa! Komm her! Ah! Ich will sterben. Nein. Oh. Muss was trinken. Ektoplasma. Oh, hast du geschafft, Alter. LOL, ich hab den, guck mal. Was? Was ist das? Ah, LOL, krieg ich den? Brauche ich nicht, der ist Mana. 87 Schaden, ja, was geht ab? 19 Mana geht voll klar eigentlich. Geht er Spende? Nee, schade, okay, oh Mann. Nein, das war ein Jojo, das beste Item Moment. Boah, Digga, das war Permaschaden, Alter. Oh mein Gott. Alter, das passiert aber sowas von, Alter. Damit ist doch viel. Digga, ich sehe die Effekte gar nicht an. Guck mal, wo bist du? Hässlicher. Honk, Alter, da oben. Guck sie mal an, Alter. Das kriegt einfach alles.
Ratte, Alter. Dungeon Slime, komm her. Mach. Ah, Ektoplasma. Das sieht mir viel Leben. Ektoplasma und Knochen. Ja, ich brauche genug Ektoplasma. Natürlich kann er stehen bleiben, ich heilen kurz. Hä? Ich habe einen Stein ausgerüstet. Kannst du auch machen. Au. 30 HP Schaden. Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Warum kommen alle zu mir? Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Auch, ja. Ja, noch mehr Ektoplasma. Die sterben. Ja. Wasserkerze nehmen. Dann sind zu viele Gegner. Alle Kerzen wegmachen. Oh nein, das ist so ein Skelettkopf, oh mein Gott. Groß. Kill it with fire. Ist alleine. Oh nein. Essen trinken. Oh. Stärkung. Bleib einfach stehen und heil dich doch von einem blauen Knockback, oder? Also das Schild immer noch. Oh guck mal, warum hab ich so viel Luck? Warum? Hab den nächsten Stab bekommen. Was kann der? Guck dir an. Ja, gib ihn mir einfach, dann guck ich mir an. Look, Nautipäer, oh mein Gott, was ein Traum, Alter. Tabi, wirklich die Fähigkeit zu stürzen, tippe zweimal in eine Richtung. Hier gibt es, ich geb dir mal was da. Tabi. Kill it! Und noch einer, kill it! Gib mir mal den Stab da. Ah, ich brenne! Tabi. So viele geile Waffen, Alter. Ich will haben. Da. Gib. Oh mein Gott, 64 Schaden und so wenig Mana. Erzeugt ein Schattenstrahl abprallen Wände, Alter. Was in Deutsch, geil. Ah, noch einer, so einer. Oh Mann, Alter, so meine Frauen und so, Alter. Mann, oh mein Gott, Alter, mein Spiel wächst. Zu viele Partikeleffekte. Ich bin neulich dead. Oh, was ist? Er kann durch Wände ballern, ich nicht, wie asozial. Hacker. Fuchs. Das ist ein Ultimate Fuchs. Mann, da spawnt noch so einer. Hau ab eigentlich. Ich will keiner. Begreif es nicht. Ah! Oh. Wir kommen von überall. Ey, ich hab eine Taktik in der Shotgun. So ein Scheiß, Alter. Ey, packst du das kurz zu überleben? Ja. Ohne zu sterben. Warum musst du es machen? Kurz zurück und wieder her. Ja. Ich war einfach, kann ich verstehen. Ich finde diesen Strahl gar nicht so geil, muss ich sagen. Er macht zwar richtig viel Schaden, aber es ist halt so ein kleiner Strahl, den du kaum triffst, ehrlich gesagt. Wenn man rein zu spammen, ist sowieso dumm, weil dann lecker spielst du schon Tode. Ja. Du kannst aber so gut um Ecken ballern und aua. Kannst du gut um Ecken ballern. Immer lieber den Stab, der mitmacht Schaden. Brauche schon mal nicht. Fluchte Flamme. Oh! Unser Gegner. Mit dem Scheiß. So, oh, ich komme wieder zu dir. Lol. Ah, Ektoplasma, warum ist hier bei Ektoplasma? Noch so einer, nein, hau ab! Ha, du brennst sogar noch. Ich dachte, du bist immun gegen Feuer, du Homo. Ey, warum krieg ich noch so einen? Warum krieg ich die so oft? Ja, wie viel Schaden macht der? Hat der, was ist das? Fängt an? Plus 10 Tempo. Gib her. Hey. Tempo ist geil. Der hat nur Tempo, ne? Aber auch egal. Was? Der hat nur Tempo. Oh. Der macht richtig wenig Schaden im Gegensatz zu dem anderen. Das hat 10 Schaden weniger. Eat my knife. Ey, da unten. Das hol ich mir mal kurz. Aber warte, muss ich ganz sprayen. Achtung, ich muss ganz sprayen. Oh mein Gott. Was? 112 Schaden? Hä? 112 das Jojo! Echt lol. 112! Guck mal, Ken, guck mal! Ektoplasma! Tot! Oh. Zeig mal das Jojo, zeig mal! Das da! Alter, 112! 112. Alter, das macht so viel Schaden wie meine 8! Guck mal, ich rasiere gerade weg! Warte mal, ich rufe mal kurz meinen... Seine Traumwaffe gefunden! Ektoplasma, kommt wieder her! Ah, Riesenschädel! Der keine Chance gegen mich hat. Och nö! Digga, pass auf! Karate-Kid! Ah! Der steht schon wieder! Hopp! Mach dich denk ich ab! Mann, wie oft krieg ich denn noch? Lol, wie hässlich! Guck mal!
hab den schon wieder bekommen. Oh, was hat er jetzt gemacht? Plus 11 Schaden und plus 17 Mana kosten. 21 Mana Flugobjekte. Ah, genau, selber wie meiner. Gut, egal. Oh, Flugobjekt! Also, kill den Clown. Kill den Clown. Oh mein Gott. Außen liegt Ektoplasma, was ist Ektoplasma? Ektoplasma, nice. Tactical Hormone. Was brauchen wir denn so ein Ektoplasma? Was brauchst du noch? Keine Ahnung. Ektoplasma und noch was brauchst du, glaube ich. Kannst ja nachgucken. Da ist die Rüstung. Ja, guck einfach nach, dann siehst du es. Also, ich guck einfach nach. Gibt weißt du, wie die heißt? Gibt da eine Rüstung mit Ektoplasma. Achso, ich habe ja Ektoplasma dabei. Höre. Was machen die hier unten, Mann? Was denn? Diese Beschwörer, du weißt doch, der, wenn wir die alle töten. Ja, ich weiß, klar, okay, lol, hoffe. Da sind zwei Typen hier unten. Die wollten mich begrüßen. Ja, wenn nachher Kill ist, dann kommt der Homie hier runter, oder was? Spektralwachen kann ich machen aus, Chlorophyt-Waren und Ektoplasma. Achso, ja genau, das ist Chlorophyt oder so ein Scheiß brauchst du noch dazu. Summon the Pumpkin Moon. Ja, das ist die Pumpkin-Welle. Gibt's auch wieder geilen Stuff. Summon the Frost Moon. Ja, da gibt's auch wieder geilen Stuff. Und Frost Moon ist stärker, also gibt's dann stärkere Waffen wahrscheinlich. Ja, wirklich Chlorophyt-Waren? Ich hab dir den Bohrer gegeben, die kannst du abbauen dann. Ach so, das ist ein Erz, was man überall findet. Ah ja, das musst du jetzt einfach in der Dschungel, gibt's ja genug davon. Ich hab einen SWAT-Helm bekommen. Ich auch, da auch schon. Das sieht lustig aus, Alter. Oh, ich will mal einen Paladin-Helm, wo ist der? Der mein Paladin-Axt, eher gesagt. Boah, ich behalte diesen scheiß SWAT-Helm, das sieht so geil aus. Ah, oh, der ist schon wieder, hau ab! Nein, hau ab! Lol. Jetzt sterben wir endlich. Sporthelm oder der Helm? Ne, das Sporthelm ist zwar cool, aber nicht so cool. Wie viel Ektoplasma brauchst du? Was weiß ich? Ein Ektoplasma und zwei Barren sind zwei von den anderen. Das heißt jetzt auf Deutsch. Wie viel brauche ich für eine komplette Rüstung? Steht ja alles drin, wie viel du brauchst. Ungefähr nee, pro Rüstungsteil ungefähr. Hä? Wie viel brauchst du ungefähr für ein Rüstungsteil? Das sehe ich ja nicht, weil ich ja noch nicht mal einen von diesen neuen, von diesen Dingensbarren habe. Ich habe ja nicht mal einen von diesen Ektoplasma-Chlorophyll-Barren. Ich kann aber jetzt einen machen, oder? Klo. Nee. Doch hier Spektralbarren. Achso, du musst ja jetzt Barren herstellen, stimmt ja. Ich kann daraus auch Sachen machen, Spektral-Paint. Ah nee, okay. Mal ab jetzt noch zwei Stück machen. Goldene Schlüssel. So, ich habe jetzt 10 Spektralbarren. So, Spektralbarren, ich brauche insgesamt, 12 für den Helm, nee, Spektralhut und... Ah, Ninja! Erhöht die maximale Mana um 18 und verringert Mana-Verbrauch um 17%. Noch das, maximale Mana bei 60. Die rufen uns besser. Die sehen einfach nur anders da. Hut? Hut oder Mask? Hut oder Mask, Ken? Das hat unterschiedliche Fähigkeiten. Die Maske macht, dass ich, Maximum Mana um... Achso, das macht dann, dass ich viel, viel mehr Abwehr habe. Also soll ich auf Abwehr gehen oder pur auf Mana? Ich glaube, wenn du pur auf Mana gehst, hast du dieses Lifesteal mit Mana, glaube ich. Also Mana Hood nehmen, Spektral Hood oder was? Ich weiß, musst du mal kurz googeln. 20 maximale Mana mehr und dann mal ganz Gutes. Und ich mache mehr Mana Schaden. Ich glaube, ich mache lieber mehr Schaden und so weiter, muss ich sagen. Kannst du eine Spitzhacke machen, eine Spektral Spitzhacke? Ja, bringt ja nicht viel. 200er Kraft und das war die Spitzhacke von diesem Golem ist die beste, die es überhaupt gibt. Die Spitzhacke ist genauso gut. Aber der hat noch bessere, glaube ich. Plus 3 Bereich, also die ich habe die baut im Bereich ab, also weißt du? Okay. Also 18, 24 und 12, das sind 30, das sind 54 Barren. Oh, Ektoplasma. Ken, 54 Barren. Es sind, 27 Ektoplasma und 52 von den Barren. Ja. Lol. Das ist 27 Ektoplasma. Ich habe jetzt schon 10, also 5. 6 Ektoplasma habe ich schon, das heißt nur noch
noch so ein Jojo. Also was auch viel Damage macht. 21 Ektoplasma haben wir noch. Sag mal, wenn du 21 Ektoplasma hast. Also 21. Okay? Also 4. Noch 21 von dir. Ich hab 24. Oh, okay, reicht gut. Kannst du nach Hause bringen und in die Barren-Chest legen. Kannst du noch mit mir ein bisschen Ding ins Barren sammeln? Chlorophyt. Ja, wie sieht's aus, grün, oder? Ja, einfach ein Dschungel, da findest du genug davon. Dschungel, okay. Hast du die schon benutzt, also hast du davon schon mal gefarmt? Klar, haben wir da schon gefarmt, das ist die Rüstung doch, wo du anhast. Ach, du hast? Ja, wo ich anhab. Das ist die. Ach so, Klo, kann man die zurückverwandeln in den, ne? Ne. Ich sterben. Ich glaube, dieses Shadow Beam Staff benutze ich nicht, weil wie gesagt, der hat halt einen geraden, relativ geraden Strahl, der nicht ganz so geil ist. Der Preis war an Wänden, aber naja. Alter, der Strahl prallt aber richtig auf deiner Wand ab. Ah ja. Das ist vorteilhaft, wenn du die Ecke zielen willst. Weil was? Wenn du keine Wandwaffen hast. Oder ich darf habe ich mein Ding ins meine Axt. Oh, ich bin schon an meiner Ausstreckstelle. Paladin! Oh, er greift mich nicht an. Oh. Ha, ich kann nicht angreifen. Ha, du mich nicht. Ja, er hat einfach 10.000 AP. Ich bin an der Ausstelle vorbei. Er hat einfach 10.000 AP. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden sein hässliche Axt macht. Renner, du? Hä? Du, ich leck bei den 10. Deine Stimme leckt bei den 10. So. Au. Oh. Medusa, nein! Oh mein Gott, hab's angeguckt. Hab's angeguckt. Bin tot. Toll, Schildkröte, danke. Ich hasse Schildkröten. Hab ich das schon mal gesagt? Nein, okay. Ich hasse Schildkröten. Ey, die Pantera ist wieder auf unserer Ebene unten. Oh, lass mal stecken. Die Blume. Die Blume ist genau an unserer Fläche. Lol. Naja, also weil die grün da wächst. Was? Weil er ja grün wächst. Ah ja, aber das ist ja Zufall, also Glück mehr oder weniger. Ah, warum sehe ich deine Schüsse nie? Heck, pur. Wie viel Erz sind ein Barren, Ken? Wie viel Erz sind ein Barren? 6 Erz sind ein Barren. Ich habe jetzt schon 10 verbraucht, das heißt 52 mal 6. Ne, nicht ganz 52 mal 6. Ist eine Menge. So um ist die 200. Eine Menge, wow. So um die 200 brauche ich noch, oder 300, ich weiß nicht. Ah, einfach pur. Oder haben mich verrechnet, ach, keine Ahnung. Bin fahren einfach so irgendwas, ey. Fahren einfach genug Scheiße, was das? Genau. Du brauchst es überhaupt noch? Hä? Brauchst du das überhaupt noch? Hast du? Was? Irgendetwas? Ey, hier, das Chloro irgendwas. Ich brauch's momentan überhaupt nicht. Naja gut, warum soll ich dann mehr farmen, wie ich brauche? Dann farmen da einfach genug. Du Kap höre ich auf, wenn ich ungefähr weiß, dass ich genug hab. Ninja, komm her, Ninja. Auf einmal, wenn ich diesen Strahl benutze, weißt du, dieses Ding, was an der Wand abprallt, und leckt mein ganzes Spiel. Easy. Ah, die Achsen gegen Fledermäuse voll gut. Und die gibt noch Erfolg. Ich werde von allen gehasst. Ich kann mal die Plantera spawnen. Aua. Ich werde angezündet. Was für Plantera spawnen? Soll ich mal die Plantera spawnen? Was hast du denn davon? Genau. Ist gekackt, Alter. Ich krieg noch so ein Jojo. Mein Gott. Du kannst es gerade bei mir geben. Naja, ich hab schon 3 Jojos davon. Ja. Mein Jojo. Weil schon mir deinem besten Freund hast du noch keins gegeben. Naja. Ich war sehr toll. Sehr netter Freund. OP-Jojo halt. So, was verkaufe ich alles? Den Scheiß, den wir nicht brauchen. Doch, halt. Dat Jojo, diese Kies-Scheiße da verkaufen. Willst du ein Jojo oder? Mein ja, ich bin gerade am Farmen. Kannst du jetzt mit hier mir helfen? Die Erzkiste. Plus die Erzkiste, das Ektoplasma. Hier ist noch eine Plantera-Pflanze. Digga, halt dein Maul. Sind zwei. Digga, hab keinen Bock auf 2 Pflanzen auf einmal. Soll ich? Mach doch. Yolo Maus. Ich bin nicht da, ich bin nicht anwesend. Ja, jetzt schon. Hektisch her. Hektisch her.
Ey, Digga, du hast den halben Dschungel leer gefarmt, du Spast. Du Spast, dann farm du bis weiter oben. Ja, ich gehe gerade schon tief runter, wie es geht. Also hoch ging. Hier ist noch eine, drei. Digga, ich will nicht so viele Kackpflanzen haben. Wenn ich gesagt, die alles vorhabe. Bin auch nicht krank, geistesgestört oder so. Komm mal zu mir und hilf mir mal, mich runterzugraben. Wie weit unten wächst? Wächst es nur im Dschungel? Wächst nur im Dschungel. Ich nehme nicht die Pizarra, also ich meine das Erz. Ja, nur im Dschungel. Komm mal zu mir. Aber egal wo. Ich finde keins. Dann sag ich ja, komm mal zu mir. Boah, das hier macht einfach übelst viel Schaden. Es rasiert einfach alles. Was mal hierher? Digga, ich fahr mein scheiß Key jetzt. Nein, farmst du nicht. Ah, Lava. Lava tut weh. Aua, die ganzen, da kann man ja durchfallen, die Vollidiot. Digga, warum farmst du so tief, Alter? Ey, keine Ahnung, ich hab nichts gefunden, dann bin ich tiefer gegangen, dann irgendwie war da so ein tiefer Weg und dann, ja. So, du könntest genauso von der Oberfläche direkt anfangen, diese Runde zu buddeln, dann findest du auch schon. Ich werde jetzt eh sterben. Nee, doch, ich werde vergiftet, ich bin vergiftet, ich werde jetzt sterben. Easy. Weg. 19 HP for the win. Oh mein Gott, war das knapp. Mann, bin ich voll kacke. Das ist bestimmt wieder so eine 100 Jahre Folge. Das ist bestimmt wieder so eine Stunde oder sowas geht. Ich bin halt tot. Und er ist halb tot, ich. Mann, das kriegt nur Müll. Honigfluss, yay. Hui. Denn überhaupt? Alles klar, du bist da unten. Dieser Gammel. Biene. Man spar mal unten. Wie also, kann man eigentlich, wie viel Erz ist eigentlich auf der ganzen Map? I don't know. Also es ist schon genug für zwei Spieler, oder? Locker. Normalerweise ja. Mann, ich finde halt gar nichts, Alter. Ich habe halt alles abgesucht, was du auch abgesucht hast. Dann fahren wir weiter oben. Nicht so tief. Ja, das, wir haben da einen Dschungel. Dann geh von oben rein. Bin ich. Du, du bist besser am Suchen. Irgendwie. Also runter zu seilen, fahren wir einfach ganz oben. Was? Ja, statt runter zu seilen. Einfach rechts laufen, dann beim Dschungel einfach ein bisschen runterbuddeln. Aua. Ich laufe gerade gerade schon ins Zielisch, das verzeuchte Biom. Ich bin an dir vorbeigelaufen, weil wo bist du denn überhaupt? Ah ja, bei uns. In der Nähe vom Haus. Jetzt bin ich hier im Dschungel. Also jetzt soll ich jetzt einfach irgendwo runtergehen oder wie? Naja, da wo es gleich ein bisschen runter geht, dann hast du da direkt schon. Hier geht's runter, so. Vielleicht den ungefähr denselben Weg, wo wir auch zum Tempel gegangen sind. Der passt eigentlich. Ja, wo ich gerade bin. Guck mal, wo ich gerade bin. Geht das auch? Nö, keine Ahnung. Warte. Diese Plantara-Pflanze. Diese? Wo ist denn... Was? Hier oben schon? Digga, du kannst an der Oberfläche kämpfen, damit der... Ja, wo sollen wir? Diese Statue von irgendetwas. Eine Eule, glaube ich, oder sowas. Was ja. Ein Ding. Eine Eule oder so irgendwas. Eule, toll. Kriegt was mir weiß ich. Ja, eine Life Fruit, geil. Easy. Wie viel Life hast du eigentlich? 455. Na, ich hätte die fehlen ein bisschen.
Ha? Die fehlt ja noch ein bisschen. Ja, fehlt noch ein bisschen was. Oh, bis der Kima droppt, Alter, ist alles schon ingeschlurft. Ich finde kein Erz, da ist Erz. Ich finde gerne das Erz. Du kannst auch einen Höhlenvorstrang trinken, ne? Du findest auch Erz. Oh wow, danke, dass du mir das nach 5 Minuten sagst. So ein Mann! Du geh nach 20, ich suche 20 Minuten und du sagst mir das jetzt, tippe ich mal zu mir. Irgendwie mit Hex. Mit Hex, sag ich. Mit unmobbaren Warmer Potions und immer Höhlenvorstränke. 8000. Oh, ich krieg ohne Scheiß den Block nicht, Alter, zum Kotzen. Oh, ich muss mal hier ein bisschen so umräumen, dass ich mal eventuell was sehe, so. Mann, ich krieg ihn hier rein. Einfach nicht. Bist denn du? Ah, irgendwo da hinten. Nice! Erstmal den ganzen Scheiß grabben, den ich gerade erfahren hab, oder Huren so. Guck mal, da sind Fische. Da waren Fische. Da waren Fische. Hatte ich das alle aus. Ist das eine Chest? Nee. Wann so ist das? Gibt's mir gerade Höhlenforschertränke? Und ich hab keine dabei. Alter, ist das Scheiß ernst? So, ja. Münzen. So mal Scheiß Höhlenforschertränke. Boah, ich will keinen Baum abfahren. Hä? Was ist los? Ich hab gemeint, ich will keinen Baum abfahren. Weil jetzt die Bäume weg. Ist doch egal. Mann. Da links noch was. Luft holen. Hier. Ah, da hinten, ja, es ist. Mann, ich bin halt blind, so. Kennst du eigentlich das Spiel How to Survive? Ken? Ja. Echt? Sag mir was. So, meine. Aber du hast noch nicht gespielt oder du kennst es auch nur so vom Namen her oder wie meinst du das? Ja, nur vom Namen her, oder? Weißt du, worum es da geht? Nicht wirklich. Es ist im Prinzip wie Dead Island so ein bisschen. Du bist auf einer Insel mit als Überlebender. Das ist so, keine Ahnung, was für eine Ansicht das hat. Das ist so eine Mischung aus 3D und 2D. Keine Ahnung, du hast so ganz komische Ansicht. So schräg von oben, so weißt du? Wow. So wie bei, keine Ahnung, wer das zu vergleichen, ich glaube nicht. Hat eine ganz komische Ansicht. Ist ein ganz geiles Game, kann man auch displayen eigentlich, weil es halt eine Story hat, weißt du? Und du kannst auch Quests erfüllen und so weiter. Kannst du dir mal angucken, vielleicht können wir das ja mal displayen irgendwann. Wo ist das Fenster gefällt? Hä? Das Fenster gefällt. Was, wie gesagt, wie Dead Island halt. Kannst auch, es gibt auch ein Crafting-System und alles. Für Waffen und alles. Hast du einen Höhlenforschertrank gerade getrunken oder was? Nö. Ich buddel mich einfach nur dumm durch. Da läuft doch viel. Alter. Heftig. Läuft ein Quest? Ah. Alter, Mann, ich häng die ganze Perma. Hast du keinen Bohrer? Nö, ich habe die Spitzhacke. Die besser? Ja. Toll. Da links was? Da oben ist was. Wieso wollen wir ein Blätter kennen? Voller Blätter, sagt er. Blätterblöcke so. Oh, da waren noch Traps, nice. Super Dart Trap. Ja, wir haben einen neuen Eingang in den Tempel. Blätter. Ach was. Sag bloß nicht. Das ist noch eine Live Fruit. Ja, Blätter abbauen macht Spaß. 3 Live Früchte habe ich. Jetzt habe ich 470 HP. Wie alles erhackt wie immer. Ja. Alles wieder dupliziert wie immer. Oh lol, Ken, ich hab ein Ding jetzt. Ich hab wieder die Mana-Blume, wenn du möchtest, falls du sie auch noch möchtest. Ne, brauch ich nicht. Beimal. Eisen. Brauch genug Eisen.
viel Erz hast du denn? 57. Du was? Warte. Hol das noch ab. Ja, ich hab 117. 117? 117. Ach, 117, Alter, ich dachte schon. Trotzdem weiter. Ey, das Money. Easy. Hallo? Wo ich mich fest? Ach, doch. Keine Ahnung, ich hab auch nicht gesehen. Könnte das reichen oder brauchst du noch mehr? Ich glaube, ich brauch so um die 200. Also vielleicht. Es könnte reichen. Das Ecke, was machst du genug, denke ich. 200 Erz oder Barren? Hä? 200 Erz oder Barren? Barren brauche ich 52, wie gesagt. Ah, okay, wollte ich sagen. Da links ist noch ordentlich, was? Du das? Ja, das bisschen. Turtle! Ist los. Flipper! Das Eisen, ja, Eisen! Kennen unser lebensgerettet Eisen. Wir brauchen Eisen für Höhlenvorstrecker, ne? Ja, Eisen! Wow, Kiste! Mann, das ist ein Turtle, guck mal, hier ist ein Turtle eingesperrt. Guck mal, wie geil das ist, Alter. Komm mal hierher, eingesperrt. Ah ja, in so einem... Komm mal her. Unbedingt, das ist cool, bitte. Fußkette des Windes. Schau schnell, bitte. Ken, gönn's dir. Gönn's dir das Vieh. Ah, easy. Haha, komm, ich fütter dich jetzt mit Leuchtstäbchen. Lord, da. What the fuck. Da, Leuchtstäbchen, friss es. Dachte, friss es. Friss es. Arme Tier. Hat auch nur ein Leben. Sicher? Wir haben genug jetzt eigentlich. Dass man, oder ich denke mal, dass wir genug haben. Hast du die Chest schon gelootet? Ja, die liegt da. Die liegt da als Drop oder was? Die liegt als Drop da. Ich kann die gar nicht öffnen. What the fuck, Alter? Ja, weil ich schon abgebaut habe. Ach, hallo, ich merk's ja hier. Ich nehme sie mal mit. Weil ich baue Kisten immer ab. Weil nachher stören sie dann. Wenn du Höhlenvorstrang drin siehst du ja Kisten. Und das kann dann richtig stören, wenn du am Suchen bist. Ja, das wegfappen. Meinst du, das reicht schon in den Herzen her? Ja, ich geh nach Hause. Komm mit. Mal gucken, ob's reicht. Ja, mal gucken, ob's reicht. Ich hab noch eine Kiste, die stell ich mal einfach irgendwo hin. Jolo. Da oben. Mob Drops, also so nerviges, mülliges Zeug, kommt jetzt einfach oben. Auf unser kleines Beihaus, sag ich mal, auf dieses kleine Ding zum Rausgehen oben. Ey, guck mal im Chat. Yay. Ich komm ja eh zu dir, also nicht zu mir, also juckt mich nicht. Ich bin auf Minecraft. Ja, komm her, Plantera. Yeah, ich mach dich kalt, Alter. Ja, komm, wenn er zurück nach Hause dann, gerade. Warte, schön mit der Plantera ein bisschen. Guck mal, komm, hier. Digga, ich will meine scheiß Rüstung haben, du Hurensohn. Das tut. Digga, macht mir wenig Schaden. Komm. Gerade. Ende Fettsack. Dann komme von der, ja, versteckt das. Okay. Sind wir da. Und Ektoplasma bräuchte ich noch. Ich chill mal Minecraft. Das liegt in der Erzekiste. So. Und die Erze? Die Erze habe ich irgendwo hier im Meta. Ich glaube es reicht nicht. Probier's aus, dann sehe ich es. Nö, reicht nicht.
Nicht ganz. Du musst ja nicht beide rüsten, du brauchst nur eine Rüstung. Ja, aber ich will ja nicht beide, aber für alle brauche ich ja reicht fast ganz. Guck, jetzt warte, ich mache jetzt hier Harnisch. So, jetzt habe ich noch 22. Der Helm kostet 12 und die Schuhe kosten 18. Okay. So, jetzt fehlen mir noch 8. Also, wie viel Erz fehlt mir noch? 8 mal 6 sind 32 Erz. Also, nee, ja. 49 Erz. Genau 49 Erz. Mhm. So, und der Helm, wie sieht denn lila aus? Oh mein Gott, ist das hässlich, Alter. In lila. Ach, hier hatte ich ein Solar Table Fragments. Also, ja, in lila geht der Helm mal so gar nicht klar, finde ich. Bomben. Der muss schwarz sein. Rassist. Da muss der schwarz sein. Richtig rassistisch, Alter. Jemand, der verkauft. Geht damit. Ach, da ist lila, hä? Ach, meine Flügel. Genau, Flügel, das Teil. Bomben. Der Arm ja, ich glaube es so rum. Du wirst den Helm einfach weiß lassen. Oder generell die Rüstung weiß lassen. Weil das Weiße sieht nice aus irgendwie. Das Weiße sieht nice aus. Nee, was denkst du? Da. Wie viele soll. Na ja, guck mal. Viele. Was? Was denkst du, wie das aussieht? Wir haben 8 Solar Table Fragments. Warum? Sieht wie aus wie immer. Oh, du bist so ein Pisser, Alter, weißt du das? Ja, ist es aber so. Das hat die richtige Rüstung, den Helm. Ja, aber die Farbe, Digga, wie oft noch? Farbe juckt mich doch nicht, die Farbe ist ja doch kackegal, Alter. Lol, Material. Diese Pissfesseln, warum hab ich eigentlich überhaupt noch an? Ja, Super Healing Potion. Macht 200 Leben, das können wir nicht herstellen. So, wie lange geht die Folge? Keine Ahnung. Lang genug. Ja, Gammel Key halt. Dann, keine Ahnung. Ja, machen wir ab hier mal. Ende des Videos. Ne, ne, oder? Oh, das ist ein Opfer, Alter. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, da oben, wenn nicht, da unten und ein kleines Kommentar. Ey, wir können mal Sonnenfinsternis machen. Das wollen wir machen, nächste Folge. Weil da kommen diese speziellen Gegner dann. Die einen abfacken werden. Ach, oder vielleicht. Nur vielleicht, ja, wahrscheinlich, ne. Ja, na gut, dann lass mal voll beenden. Gut, dann bis zum nächsten Part. Bis dahin und tschüss. Tschüss.